gekommen, um euch zu vernichten. Wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass alles wieder in Ordnung kommt. Wir nahmen, was wir konnten und verteidigten, was übrig war. Wir nennen es Apokalypsstadt. Was für ein fürchterlicher Ort. Zeig Schwäche und das war's mit dir. Dieses neue Leben hat uns stark gemacht und abgehärtet. Naja, die meisten jedenfalls. Emmett ließ sich durch die beinahe vollständige Vernichtung der Stadt nicht von seiner Morgenroutine abbringen. Nach seiner Tasse Kaffee stattete er mir einen Besuch ab. Okay, Freunde, herzlich willkommen zu Lego Movie 2, dem Videospiel auf der PS4 mit mir. Ich freue mich richtig. Eure Whitey und ja, Freunde, ne, wir sind im... Wo ist mein Controller? Ist runtergefallen. Freunde, willkommen! Schön, dass ihr da seid. Lego Movie 2 Videogame PS4. Freunde, endlich geht es weiter mit einem neuen Lego Videospiel. Ja, ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich bin richtig gehypt. Ja, ich bin richtig gehypt, Freunde. Ja, wir geben richtig Vollgas. Und den Film habe ich leider immer noch nicht gesehen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt die Tage mal gönnen. Ja, muss ich mir auf jeden Fall. Weil sonst wird das ganze Spiel mich spoilern. Ah ja, Freunde, wir schauen mal. Okay, let's go, Freunde. Wir sind in Apokalyptusstadt. Ihr habt gesehen, die Duplo-Steine, die fiesen Duplo-Steine haben angegriffen. Da vorne Kaffee Unchained. Okay, okay. Hier gibt es den besten Kaffee wohl, denke ich mal. Kaffee EU West auf jeden Fall. Gut. Let's go, Freunde. Gehen wir zur ultimativen Kitty. Achte auf Leute, die deine Hilfe benötigen. Vielleicht erhältst du ja sogar einige tolle Belohnungen. Ja, schon cool. Okay, let's go. Also... Sie braucht Hilfe. Reden. Suchst du Lucy? Ich glaube, ich habe sie in dieser Gebäude gesehen. Das Komische ist, dass das Tor jetzt mit einem starken Zoll versiegelt ist. Hey, vielleicht können wir etwas bauen, um dort reinzukommen. Ja, okay. Alles der Reihe nach. Um Zeug herzustellen, brauchst du Steine. Du erhältst welche, wenn du in der Nähe befindliche Objekte zertrümmerst. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Dann fangen wir mal hiermit an. Was kriegen wir hier für einen Stein? Ah, zwei rote, drei rote. Sechs rote. Sechs rote, okay. Gut, die roten haben wir schon mal. So, hier kriegen wir bestimmt die gelben, ne, denke ich mal. Ach ne, orangen, Entschuldigung. Ah ja, und hier sind die blauen, ne, ist logisch, oder? Genau, okay. Haben wir. Ich frage mich gerade, ob die auch aufgespart werden, weil wir fahren jetzt ja fünf. Ob ich die für später dann auch noch behalten kann. Ja, wir werden sehen. Let's go. Ja, super gemacht, Emmett. Jetzt haben wir genug Steine. Jawohl. Jetzt müssen wir bauen. Hier ist die Bauanleitung. Damit kannst du etwas bauen, womit du durch das Tor kommst. Okay. Mikromanager. Okay. Abgefahren. Du hast deine Bauanleitung. Damit kannst du tolle neue Dinge bauen. Mhm. Cool, mit deiner Bauanleitung kannst du deinen eigenen Micromanager zusammenbauen. Ja, habe ich ja schon gemacht. Ah, und den kann ich dann halt so drauf schießen, okay? Mit. Sehr gut. Da ist sie. Doch dann Lucy. Fiel uns auf, dass ein eigenartiges Objekt vom Himmel fiel. Was es auch war, das mussten wir uns ansehen. Schnell. Oh, ich bin Batman. Ja, Mann. Betty, Alter. So, Lucy. Ah, jetzt können wir Lucy wählen, ne? Ah, cool. Okay, alles klar. Kapiert. Moment, bist du es, Lucy? Hm, ich habe schon überall nach dir gesucht. Hast du herausgefunden, wo die Sternstuppe gelandet ist? Wenn du zum Aussichtspunkt auf der Tafel der Statue gehst, solltest du sie sehen können. Nimm das hier, damit solltest du etwas entdecken können, das dir hilft. Spezialfernglas, alles klar? Oh toll, damit solltest du in der Lage sein, neue Konstruktionen zu entdecken. Okay.
Ah, damit kann ich dann halt scannen, ne? Okay, kennen wir aus Lego Worlds. Rosa Schrottkiste. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung! Sehr gut, du hast das Trampolin gefunden. Bau es mit Hilfe der Bauanleitung. Großartig, jetzt kannst du mein super cooles Trampolin bauen. Damit kannst du abheben. Okay. Es hat speziell für Bauanleitung. Okay. Und jetzt? Ah ja. Nee, warte mal, den brauche ich ja nicht. Das Trampolin. Ah, ich brauche pinke Steine und zwei graue anscheinend, okay. Warte, dann machen wir mal das hier kaputt. Da können ja pinke Steine... Ach, guck mal, hier ist sogar alles drin. Alles klar, haben wir. Sehr gut. Wie war das nochmal? So? Genau, so. So. Okay. Alles klar. Das spielt sich momentan anders als die anderen Lego-Games. Das ist irgendwie... Für mich ist das gerade echt eine neue Art von Lego-Spielen, muss ich sagen. Spielt sich aber wirklich gut. Also, das ist schon... Ist was anderes, Leute. Ist wirklich mal was anderes. Ein lila Stein. Du kannst Meisterstücke... Solltest du so viele sammeln, wie du kannst. Okay, alles klar. Ah, hey! Sieht aus, als wäre das Ding drüben bei den Trümmern von Steinstadt abgestürzt. Wenn du es dir ansehen willst, kann Eisenbart dir sicher helfen. Alles klar. Okay. Da ist Eisenbart. Okay, da können wir uns bestimmt da runter... Genau, gleich... Ach, guck mal, da hängt sogar noch so ein lila Stein. Geil. Wuhu! Yes! Danke. So, Eisi, was geht? Ahoi, du willst hinaus in die Wüsten. Ich kann das Tor öffnen, aber pass auf dich auf, es ist ein gefährlicher Ort. Okay. Okay. So. Beginnt okay, das... Okay, jetzt bist du also in der Lage, das Ödland zu erkunden. Aha. Dort gibt es viele Dinge zu entdecken und zu tun. Einige Leute, denen man helfen kann, gibt es auch. Sieh dich also gut um. Okay, verfolge die Geschichte oder bau deine eigene. Okay. Wir hatten unser Ziel fast erreicht, aber ich hatte das Gefühl, dass uns dort nichts Gutes erwarten würde. Da sind wieder die bösen Duplo-Steine. Die Duplo-Invasion, aber ich mit mir. Na, jetzt bin ich da. Nimm mal hier eine Waffe oder so, ja genau. Bam! 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 Boom. Knall ihm eine, knall ihm eine. Bam! Okay, eine habe ich, zwei habe ich. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Bam! Ich muss echt gegen die... Muss ich spezielle besiegen? Der sieht so... Lass dir gesagt sein, die beste Art, die Alien-Invasoren auszuschalten, liegt in der Verwendung von Bauangriffen. Ah. Okay. Dann bauen wir mal einen Bauangriff, würde ich sagen. Alles klar. Komm. Alter. Ey, ey. Oh, jetzt machen sie aber... Und jetzt? Okay, okay. Danke, ich war auf der Suche nach der riesigen Bestie, die in der Gegend gesichtet wurde. Du suchst also nach dem Ding, das vom Himmel gefallen ist? Es ist direkt hinter dieser Straße da abgestürzt, aber wie man dorthin gelangt, weiß ich nicht. Ach, du findest sicher einen Weg. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir 4 von 12 von den lila Dingern. Du könntest dich doch... Warum? Ah, ich brauche wieder das Trampolin, natürlich. Das heißt, wir müssen jetzt die Bauanleitung, Baumodus, Trampolin bauen... Genau, sehr gut. Und dann da hoch. Ne, yes, okay. Da muss man erstmal mit, da musste man erstmal durchblicken. Ne? Das ist, wie gesagt, das ist, im Moment ist das noch komplett anders, als wie ich es kenne. So, da brauchen wir bestimmt auch wieder eine spezielle Bauanleitung. Ne, warte mal, hier, das könnte doch bestimmt wieder dieser Micromanager, oder nicht? Habe ich genug? Ja. Auf jeden Fall ist meine Frage damit beantwortet, ob die Steine behalten werden. Und man sieht, ja, die werden auf jeden Fall behalten. Das ist gut. Okay, pass auf.
Einige Objekte sind nur sichtbar, wenn spezielle Gegenstände verwendet werden. Mal sehen, was wir finden. Okay, auf jeden Fall müssen wir immer mal wieder Sachen kaputt machen. Ihr seht es hier, weil wir brauchen auf jeden Fall diese bunten Steine. Ja, das muss ich mir merken, dass wir auf jeden Fall immer mal draufhauen hier und die Steine einsammeln, weil ich denke mal, die werden wir auf jeden Fall immer wieder benötigen. Ach, warte mal. Fernglas, genau. Scannen. Jetzt kann ich dich scannen, ne? Genau. Da ist doch vom Mischmasch das Raumschiff, ne? Ah, wir werden angegriffen und das Tor ist zu. Vielleicht kannst du durch das andere Tor. Hier, bau das hier und schnell. Okay. Was soll ich bauen? Wow, Ultra Ketty! Alles klappt, ich dabei. Cool, scheint, als hättest du eine Möglichkeit freigeschaltet, schneller durch die Welt zu reisen. Ja. Mit Fahrzeug, okay. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Mach ich, kann ich. Kann ich. Da ist er. Fahrzeugsammlung. Besonderes. Ultra Ketty. Ja, die brauchen aber nicht viele Steine. Die brauchen gelben Stein. Ah! Da ist ein gelber. Da ist ein gelber. Alles klar, let's go. Los geht's. Wo ist er? Fahrzeugsammlung. Ultra Ketty. Da ist er. Und oh mein Gott. Yeah, baby! Sehr gut. Nun spring auf und begib dich zum Hintereingang der Zitadelle. Alles klar, ich bin bereit. Da hinten hin müssen wir, okay? So, let's go. Oh, yeah, baby. Wow. Komm her, komm her. Alter, dich mach ich platt. Bam, bam, bam. Das Ding schießt auf mich. Kann ich auch noch schneller rennen hier oder so? Irgendwie? Gut, aber ist ja nicht schlimm. Als wir die Basis erreichten, war irgendetwas mit den Türen nicht in Ordnung. Benny! Ist das Benny? Das ist Benny. Benny, was ist los? Ach, hallo! Ich habe draußen nach Raumschiffteilen gesucht. Als das Tor sich schloss, jetzt stecke ich hier draußen fest. Wenn du genug Steine findest, alles klar. Ich habe genug. Was muss ich denn bauen? Was willst du denn, dass ich baue, Digga? Micromanager? Den Micromanager brauche ich ja nicht, ne? Ah, seht ihr, alles klar. Ich musste erstmal den Generator bauen. Okay. Du hast Bennys Generator freigeschaltet. Damit kannst du Gegenstände mit Strom versorgen. Sehr gut. Machen wir auch? Natürlich. Okay, Generator. Yeah. Und da bauen wir ihn. Oh! Ultra Ketty hat's erwischt. Alles klar. Da ist der 6. von 12 lila Steinen. Ah, hier ist ein. Den können wir doch bestimmt zerstören. Ne, da komme ich rein. Okay, wer will ein Eis haben? Kennt ihr doch früher die Eismänner? Alter, voll gut, ey. Dann haben sie mal geklingelt. Da bist du als kleines Kind dahin gerannt, ey. Voll gut, ey. Vorsicht! Ah! Wer ist sie denn? Batman ist ja so witzig, der hat mich schon wieder ange... Ich bekomme das Tor auf, ja klar, lass mich kurz gucken. Ah ja, okay. Erstmal natürlich wieder das Trampolin bauen, ne? Genau, da. Ja, da, okay. Ich muss hier wieder was bauen, ne? Aber wieder ein Generator? Ja. Tatsache. Andere Seite auch, oder geht das? Ne, andere Seite auch. Ich muss 3 Generatoren bauen. Okay.
waren wir nicht die Einzigen, die es in die Basis geschafft hatten. Offenbar hatten wir es mit ungewöhnlichen Warte. Warum kann sie das nicht? Mach den Überangriff! Muss ich mich erst aufladen? Danke für deine Hilfe, Leichtmatrose. Sorgen wir dafür, dass die Angriffe aufhören. Wenn du so freundlich wärst, den Stampfer zu bauen, dann könnten wir... Alles klar, okay. Den Stampfer müssen wir bauen, okay. Oh, Eisenbarts Stampfer. Damit kannst du Erdhaufen zerstören. Baue etwas und versuch's. Okay. Ja, versuchen wir mal unser Glück, ne? Bauanleitung, Stampfer. Wir haben genug, geil. Hier müssen wir auch einen bauen. Was ist das da? Warte, ich will das erst einsammeln. Charakterrelikt. Gute Arbeit, Leichtmatrose. Jetzt geben Sie sich ja Ruhe. Ah, wahrscheinlich jetzt bräuchte einer und Kitty deine Hilfe. Also auf dem Dach zu ihr, okay? Aber was ist denn jetzt das Charakter-Relikt, was wir jetzt gerade bekommen haben? Da. Erhalten Charakter... Okay. Werden wir bestimmt noch rausfinden, was Charakter-Relikte sind. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier hoch. Da bin ich aber mal ganz gepflegt runtergefallen. Das war natürlich nicht so schön. Mal eben schon alles einsammeln hier wieder. Genau, so, warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich da hochkomme, ne? Vielleicht muss ich was bauen. Vielleicht habe ich das Bauen übersehen wieder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und ich muss darüber. So. Und dann schnell. Und dann... Ach so. Und Kitty, was ist los? Oh nein, das ist einfach furchtbar, aber ich glaube, wir können etwas bauen, das... Okay. Einhorn Kittys Sprinkler. Oh, das ist Einhorn Kittys Sprinkler. Mit diesem Gerät kannst du Feuer löschen. Aha. Muss ich jetzt da einbauen? In der Zeit können wir schon mal summen. Sprinkler, bam. Ich sammle auch mal hier ganz schnell die Sachen ein, die pinken. Ja, nehmt das für... Okay. Bekämpft das Raumschiff mit den Geschützen. Unsere einzige Hoffnung, das Alienschiff zu besiegen, war das Bellgeschütz. Die schießt mit Herzen, habt ihr gesehen? Erstmal auf die, ne? Genau. Bam. Bam, die schießt mit Herzen, Alter. Bam! 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 Hab ich. Okay. Oh ja, jetzt! Bam! Bam! Natürlich war Batman wie immer sehr bescheiden. Aber sein Sieg war nicht von Dauer. Der dunkle Ritter war wohl nicht ganz auf der Höhe. Doch dann standen wir dieser mysteriösen Weltraumreisenden gegenüber, General Mayhem, die darauf bestand, unsere wildesten Anführer zu sehen. Sie war im offiziellen Auftrag der Königin Wasima Sivili, Herrscherin des Systar-Systems hier, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Besonders, wenn man es mit jemandem zu tun hat, der so unberechenbar ist.
Die Königin suchte nach den wildesten Anführern und Würdenträgern der ganzen Galaxis. Sie wollte sie für eine Art Zeremonie einspannen, die sie gerade organisierte. Was hatte sie bloß vor? Was war das für ein finsterer Plan? Das wollten wir lieber nicht rausfinden. Als wir uns also unserem neuen Feind gegenüber sahen, hatten wir keine andere Wahl, als die Stellung zu halten. In dieser Welt herrschte nun eine schmerzliche Wirklichkeit, die Emmett nur schwer akzeptieren konnte. Und er war beschämt darüber, dass er seine Freunde nicht retten konnte. Nachdem wir hilflos zusehen mussten, wie sie in ferne Welten verschwanden, war es nun unsere Mission, sie zu retten. Okay. Also ist das Stickerkanone. Schon lustig, ja. Die schießt mit so Sticker. Ist schon echt lustig. So, Freunde, wir machen hier Schluss. Das war der erste Part von Lego Movie 2, dem Videogame. Es ist ein komplett neues Lego-Erlebnis, muss ich sagen, wie man es von anderen Lego-Spielen erkennt. Ich bin mega gespannt, wie es da weitergeht. Okay, also ich finde es echt cool, muss ich sagen. Ja, es ist mal wirklich was ganz anderes, als wie man es kennt. Ich bin mega gespannt, wie es hier weitergeht, Freunde. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst gerne den Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute. Euer Whitey, haut rein, Dankeschön, Freunde. Und bis nächste Mal. Ciao.